Hallo, mein Name ist Marl Blechschmidt, ich bin Geschäftsführer der Zetagy GmbH und in diesem kurzen Video möchte ich unsere ERE.Health Covid-19 Impfzertifikatslösung zeigen. Es handelt sich um ein Covid-19 Frontend, Impfzertifikats-Service Frontend. Genau, was man dafür braucht ist, man braucht so eine Karte, das ist eine SMCB. Mit dieser SMCB kann man sich in der Telematikinfrastruktur authentifizieren und hier hat man ein Kartenlesegerät. Also diese SMCP kommt in dieses Kartenlesegerät und wird dort aktiviert. Das ist in jeder Arztpraxis schon der Fall. Also da müssen wir nichts machen. Jetzt zeige ich kurz die Architektur, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben hier unten, wir haben ein HTML-Frontend, wobei man das im PVS-System auch durch andere Systeme ersetzen könnte. Dieses Frontend postet die entsprechenden Impfdaten. Hier sieht man das entsprechende Beispiel, was ich auch ausführe. Dann werden diese hier in unseren Server übertragen. Was der Server jetzt macht, ist, er macht ein Dance mit dem IDP-Service, also mit dem Impfnachweis-IDP-Service. Dieser IDP-Service steht in der Gematik-Infrastruktur. Und zwar, ich rede jetzt direkt mit der Referenzumgebung. Und wenn hier ein Token geholt wurde, dann wird das hier gesendet. Ich zeige das Ganze jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben hier ein Formular. Ich habe dieses Formular jetzt schon vorausgefüllt. Es geht um den François Jean Darcen van Halen. Der hat am 28. Februar hat der Geburtstag. Dann das ist die Krankheit. Kann ich auch zeigen, das ist hier Covid-19. Also wenn ich das rausnehme, kriege ich hier auch eine Ausfüllhilfe. Und der wurde jetzt mit BioNTech geimpft. Gibt so einige Value Sets, die dann da verwendet werden würden. Und wenn ich das alles ausgefüllt habe, dann drücke ich auf Zertifikat erstellen. Und das dauert jetzt eine Weile, weil was im Hintergrund passiert ist, wir holen uns den Token, der Token wird signiert und dann kriegen wir dieses Zertifikat. Sie können jetzt sehen, dass es ein Demo-Zertifikat ist und hier habe ich auch den entsprechenden QR-Code. Den kann ich jetzt auch mal probehalber einfach mal lesen und mal gucken, was da so draufsteht auf diesem schönen QR-Code. Das kann ich Ihnen dann auch gleich nochmal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal die Kamera zeige, ich habe das jetzt hier mit meinem Telefon kopiert und dann analysieren wir den mal nochmal den QR-Code so. Und dann sehe ich, dass hier, das ist das Format, ich habe es vergessen, wie es heißt, ich glaube CBR nennt sich das Format. Und hier unten sieht man, dass hier wirklich ein Zertifikat ausgestellt wurde. Und das könnte ich jetzt in die CovPass-App laden und damit könnte ich nachweisen, dass ich geimpft wurde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.